Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir sind im Sumpf, wir spielen mit der Hexe, denn ich habe eine Daily Quest. Ich muss Leute nach einer Teleportation treffen. Ihr seht schon, ich habe zwei Totem-Perks dabei. Zum einen Nervenkitzel der Jagd, zum anderen die aufgezehrte Hoffnung, außerdem Nurse Calling und Stridor. Ich habe gerade überlegt, eigentlich hätte ich mal Whisper nehmen sollen. So, hier am Boot müsste eigentlich jemand sein. Hab zumindest hier gehört, dass die Vögel hochgeflogen sind. Ich würde aber gerne erstmal... Ah ja, hier ist jemand. Ich würde gerne erstmal schauen, wo mein zweites Totem ist. Damit ich gegebenenfalls das Totem safe machen kann. So, jetzt rennst du leider genau so, dass ich dich erwischen werde, siehst du. Also, was heißt leider? Soll mir ja recht sein. Oh, da ist schon der nächste. Wow. Übrigens, das ist ein krasses Team. Die haben ganz einfach mal... Wow. Wow, hier sind ja alle. Die haben einfach mal vier Werkzeugkoffer dabei. Also macht euch auf Sabotage gefasst, Leute. Ich glaube, hier können es richtig aufs Maul geben für mich. So, Nurse Calling zeigt mir jetzt natürlich, dass hier geholfen wird. Damit liegt der nächste. Ach du Heilige, sag nicht, dass das jetzt so eine kurze Runde wird. So, ich heb mal die erste hoch. Bring sie irgendwann in Haken. Wenn hier noch irgendwo einer ist, ist hier der Pornokeller? Ja, nice. Dann kommt sie natürlich in den Keller. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich den nächsten auch direkt in den Keller bringe. Oder ob ich jetzt erstmal retten lasse. Okay, der andere wurde aufgesammelt. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe weg wegen aufgezehrter Hoffnung. Aber ich muss aufpassen, mein eines Totem liegt jetzt gerade brach. Hier ist jemand. Okay, komm her. So, dafür haben wir natürlich jetzt die aufgezehrte Hoffnung dabei. Ich muss eigentlich meine Totems beschützen, dass ich da immer wieder richtig schnell hin teleportieren kann. Oh, die bleiben unten drin. Das ist super. Dann erwischen wir auf jeden Fall jemanden von denen, denke ich. Hoffe ich. Wenn sie nicht beide geheilt worden wären. Okay. Da haben wir jemanden neuen getroffen. Ich dachte gerade, er wäre wieder zurück. Gut, der erste Generator ist fertig. Der hier oben drauf sogar. Krass. Ah, ich würde jetzt trotzdem die Totems gerne absichern. Ich muss mal einmal... Hä? Ah, man sieht es vor allem direkt vom Dingens aus. Das ist echt mies. Zweiter Generator ist fertig. Also wie gesagt, alle Leute haben ein Dingens dabei. Einen Werkzeugkoffer. Was natürlich auch darauf hindeuten könnte. Ist jetzt gerade jemand am Totem dran? Nein, okay. So, hier machen wir erstmal wieder ein bisschen Action, ne? So, du bekommst einen Hit. Und, wow, der liegt. Den müsste ich jetzt easy erwischen. Auch wenn er sich so blöd rumdreht. So, du hingst doch schon mal, richtig? Ich werde ihn trotzdem wieder aufhängen. Und dann machen wir das nächste Totem direkt safe. Das ist... Oh, Mist, das ist direkt hier vorne. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht safe machen. Ich versuche lieber den Typen da oben zu jagen. So, ich muss weit genug weg sein. So, ich bin weit genug weg. Von mir aus können sie jetzt abhängen. Oh, vielleicht erwische ich den sogar auch noch. Dann könnten sie direkt zwei Leute abhängen. Nice. Da haben wir jetzt auf jeden Fall den Fluch wieder weiter gepusht. Ah, okay, er rennt ins Haus. Aber... Er hat aufgepasst, okay. Ich muss hier die Generatoren auch ein bisschen geiler bewachen. Nein, jetzt ist jemand an meinem... Ist jemand an meinem Totem dran oder sabotieren die? Wenn Nervenkitzel der Jagd fällt, wäre es nicht so schlimm. Das andere darf nicht fallen. Das wäre böse. Aufgezehrte Hoffnung darf nicht weggehen. Aufgezehrte Hoffnung ist weggegangen. Natürlich geht aufgezehrte Hoffnung weg. Warum sollte das andere auch weggehen? So, okay. Dann muss ich jetzt Generatoren verteidigen, wie ein ganz großer. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass sie entweder halt nur sabotieren werden oder dass sie nagelneue Teile droppen. Das war halt meine Befürchtung. Als ich gesehen habe, dass vier Leute mit dem Dingens rumrennen. Mit dem Werkzeugkoffer. So, 2, 1, 2. Ich muss die Generatoren irgendwie safe machen.
So, Moinsen. Wenn er aufs Schiff rennt und nicht runtergeht, müsste ich ihn erwischen. Jo. Oben ist noch einmal eine Palette, glaube ich, die er droppen kann. Hat er aber nicht gemacht, okay. Dann würde ich sagen, ab an den Haken. Und einen Pornokeller. Ich muss jetzt meine Fallen an den Generatoren platzieren. Damit wir hier noch ein bisschen was reißen können. Aufgezehrte Hoffnung ist weg. Das war halt unser Ass im Ärmel. Gerade auch, weil wir dann Memento natürlich haben. Wäre mega stark gewesen. Aber jetzt haben wir es halt nicht mehr. So, wir machen den Generator safe. Ich habe ein Addon drauf übrigens, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Dass Leute, die in eine Falle treten, für ein paar Sekunden mehr angezeigt werden. Und außerdem habe ich noch drauf, dass ich mich ein bisschen weiter über weitere Entfernungen teleportieren kann. Den machen wir safe, den auch. Vielleicht sogar den letzten auch noch. Okay, wenn die hier so reinrennen und ich daneben bin, greifen wir sie uns. Es ist nur einer raus. Der andere heilt sich da unten gerade noch selbst. Schafft er das noch? Nö, schafft er nicht. So, und die andere ist abgehauen. Wieso hat sie ihnen denn nicht geholfen? Also, wenn die zu zweit hier geholfen hätten, wäre es easy gewesen für die. So, hängt wieder. Also, da hinten ist jemand. Ich könnte auch den Kellergang zumachen, aber das finde ich blöd. Kann ich auch gleich campen eigentlich. Das spare ich mir mal. Wenn ich sehe, dass jemand gerettet wurde, können wir natürlich immer noch wieder zurückgehen. Gar keine Frage. So, den machen wir safe. Könnte sein, dass er jetzt schon stirbt. Aber eigentlich müssen sie es doch schaffen. Ich habe denen genug Zeit gegeben. So, wir treten hier gegen. Oder schlagen dagegen als Hexe. Und dann machen wir den dort noch safe. Nicht. Der wurde nämlich gerade fertiggestellt. Na, Prost Mahlzeit, Leute. So, okay. Dann gehen wir mal runter. Je nachdem, ob der Typ... Ja, diesmal heilen sie sich. Sehr gut. So, der ist down. Okay. Den hängen wir auf. Ich muss den letzten Generator noch immer sicher machen. Also, wir haben das erste Opfer, haben wir. War jetzt ein bisschen getunnelt, aber... Ich muss Opfer bringen hier. Zeitmäßig wäre es natürlich auch super, wenn beide verletzt werden. Klar, dann haben wir zwei Leute, die nicht am Generator arbeiten können. Drei Leute sind dort. Alle sind hier. Sehr gut, das ist gut zu wissen. So, du bekommst einen Hit. Ich weiß aber, dass wir noch mehr hin wollten. Ist echt schon wieder weg, okay. Wir packen ein neues Ding hier hin. Ich weiß auch gar nicht. RAM und RUM, die sind doch bestimmt pre-made, oder? Da oben. Ist weiter geradeaus gerannt, so wie es scheint. Hier sind auf jeden Fall Spuren. Da hinten, okay. Komm, komm, komm. Ach, Kacke. Okay, komm, wir hängen sie trotzdem auf. Falls sie Premates sind, dann wird der andere auf jeden Fall kommen. Die andere Falle wurde auch ausgelöst. Dann wissen wir zumindest, wo sie sind. Und da gehen wir dann direkt hin. Weit ist es nicht. An dem Generator kann er auf jeden Fall noch nicht lange gearbeitet haben. Da ist er. Wir rennen ihm einfach mal hinterher. So, das ist der erste Schlag. Du rennst voll in die Sackgasse. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. Damit liegt die zweite Person aktuell. Das heißt, Ram darf seinen Mates jetzt erstmal helfen kommen. Und du kommst hier vorne links an den Haken. Ich muss mehr Leute nach dem Teleport direkt schlagen. Aber ich mag es nicht, zum Beispiel jetzt hier den Haken safe zu machen oder so eine Geschichten. Sowas finde ich lame. Deswegen spare ich mir das. Lege die Fallen einfach am Generator, dann hindere ich die immerhin daran, die Generatoren zu machen. Aber campe die Haken nicht. Weil ich finde schon, dass das so ein bisschen auch semi-campen ist, wenn du die da in der Nähe platzierst. Einfach direkt hinporten, dann können die eigentlich überhaupt nicht mehr retten. Dann kannst du auch direkt daneben stehen bleiben eigentlich. So, was hast du da gemacht? Ein Haken sabotiert? Irgendjemand sabotiert tatsächlich die ganze Zeit Haken. Da vorne sind sie beide. Das ist gut zu wissen.
So, die andere will bestimmt helfen gehen. So, der rennen wir hinterher. Jetzt muss der andere mal seinen Arsch bewegen. Was war jetzt? Was war das gerade für ein Sound? Achso, jemand hat ein Totem? Nee. Totems waren schon kaputt. Ich könnte den Generator da auch nochmal safe machen. Da vorne rennt sie sogar echt immer noch. Warte mal. Mal schauen, ob wir abkürzen können. Dem anderen Typen wurde geholfen. Yes! Nice. Predicted. So, ist derjenige jetzt down? Den Generator hier, den haben sie schon ein bisschen gemacht. Da werden wir auf jeden Fall gegenschlagen. Und wir werden natürlich ein paar Fallen platzieren. So wie das eine Hexe halt macht. Das Gute ist, der ist da oben drauf. Das heißt, ich kann eigentlich so ein Frühwarnsystem schon einrichten. Aktuell habe ich nämlich das Gefühl, dass sie nie schleichen. Das bedeutet, ich könnte hier auf jeden Fall schon eine Falle platzieren. Und auf der anderen Seite genauso. Und dann ist das hier auf jeden Fall safe. Da kommen die denn nicht hin. Es sei denn, sie schleichen. Aber bisher haben sie es noch nie gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt damit anfangen werden. So, da vorne habe ich jemanden gesehen. Den schnappen wir uns dann mal. Und hinterher. Könnte sein, dass Rum jetzt stirbt. Nope, wurde nochmal gerettet in der letzten Sekunde. Wir jagen trotzdem ihm erstmal hinterher. Wie lange willst du denn hier rumrennen? Ich bekomme gleich eh einen Speedboost und dann habe ich dich, mein Freund. Sei denn... Okay, nicht so gut gerannt. So. Nächster Haken wäre dort hinten. Ich glaube, hier oben müsste auch noch einer sein, ja. Sie gehen jetzt wieder zum nächsten Generator. Das kann ich eigentlich nicht zulassen. Wow. Da komme ich nicht durch als Killer. Gut zu wissen. Ach, er ist sogar tot. Na, hätte ich ihn hingelegt, hätte ich mich hinporten können. Jetzt haben die ja überhaupt keine... Jetzt haben die überhaupt keinen Anreiz, von dem Generator da wegzugehen und werden den munter weitermachen, oder? So, zwei noch. Ja, hier sind sie. Schaffen sie den? Jo, schaffen sie sogar. Shit. Jetzt wird's interessant. Da rennt jemand. Das ist der gute alte Dwight. Aber es sind noch Ram und Rum. Und wie gesagt, ich glaube, dass das halt Premates sind. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Vom Namen her würde ich es halt einfach predikten. Ich hasse dieses hohe Gras, ne? So, wenn wir den aufhängen, ich werde ihn aufhängen auf jeden Fall. Damit die andere vielleicht noch wenigstens einen kleinen Anreiz hat, helfen zu kommen. Dann werde ich die Ausgänge zumachen, denke ich. Oder ich fahre jetzt die asoziale Schiene und mache einen Haken safe. Fallen kann man sowieso in... Oh, der ist tot. Gut, hat sich erledigt. Hätte ich ihn liegen lassen. Dann haben wir drei Leute erwischt. Sie ist noch hier vorne. Okay, wir werden sie natürlich nicht mehr tot bekommen. Dadurch, dass sie jetzt einfach durchrennen kann. Können wir mal hier eine Falle hinlegen? Ah, schade. Okay, drei Leute erwischt mit der Hexe. Meine Daily dürfte ich nicht fertig gemacht haben. Ich glaube, ich sollte 15 Leute erwischen. Aufgezehrte Hoffnung ist recht früh aus dem Spiel genommen worden. War halt ein bisschen schade. Aber wir haben trotzdem recht gut gepunktet. Ich denke, da kann man zufrieden sein. Ist echt eine solides Punkte-Dingens gewesen. Drei Kategorien voll, eine zur Hälfte voll. Was will man mehr? Achso, alle voll. Ja, habt ihr recht. So, zack. Wir haben hier nochmal Bonuspunkte. Ich habe nämlich ein 25% auf alles Offering. Dann halt, wie gesagt, dass ich aus höherer Entfernung rein kann. Und dass ich 4 Sekunden lang sehen kann, wenn die Leute eine Falle auslösen. Also 2 nagelneue Teile. Von daher, finde ich, war die Runde gar nicht mal so schlecht. Die haben halt richtig schnell Druck machen können. Und hatten 2 Generatoren innerhalb kürzester Zeit fertig. Und wir haben leider dann aufgezehrte Hoffnung verloren. War trotzdem gut. Also dafür haben wir uns gut geschlagen, finde ich. Bei der Daily habe ich...
Hä? Also ich bin mir sicher, dass ich zumindest einmal irgendwann jemanden geschlagen habe nach einer Teleportation, oder nicht? Okay, keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Für die Nurse habe ich auch so ein Ding. Echt? Keinmal? Kein Plan. Ich bin raus, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.